Yeah! Ja, Mensch, geht schon wieder los. Ich wollte ja gerade noch schnell die Dose wegstellen, die flog hier gerade noch durchs Bild, weil wir ja heute ganz spontan unvorbereitet, also eigentlich gar nicht so unvorbereitet, aber heute ist Katastrophentag. Alles geht schief. Und irgendwie fällt alles zusammen. Ja, wenn du so auf den Tisch klopfst. Ich habe unkontrollierte Kräfte in meinem Körper. Ich habe die noch nicht so ganz unter Kontrolle. Warte, ja, ich habe ja was gefunden. Ah, das fängt ja schon zu Anfang wieder so an, weißt du? Ich habe hier auch was gefunden. Und zwar, ich habe jetzt mein... Wie geht das überhaupt an? Ich habe keine Ahnung. Vorne musst du drauf drücken. Du bist ein echter Profi. So, pass auf. Die ist wahrscheinlich jetzt leer. Nein, es geht los. Wahrscheinlich leer? Komm, so, den stelle ich jetzt einfach hier hin. So, Freunde, und wie geht's euch? Freitag ist wieder, ne, ist ja wieder Wochenende. Habt ihr schon was geplant? Habt ihr schon Partys oder so am Start? Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie? Weil die meisten sehen ja Wochenende, Sonntag gar nicht so richtig als Teil vom Wochenende. Die meisten sehen ja Sonntag immer so, ach schade, Wochenende schon vorbei, doof. Dabei kann man den Sonntag so schön nutzen, um die Sachen zu machen, wie zum Beispiel mal die Seife mal waschen, mal ausnahmsweise, gamermäßig. Richtig. Zieh mal dein Oberteil. Was ist gerade mein Laptop echt extrem? Pass auf. Guck dir das mal an, der ist schon nass. Ich kenne das. Aber das ist schon krass, Alter. Guck mal, die gleiche Fresse mache ich dann auch immer. Nee, aber so ohne Scheiß. Sache, ja, noch ja, wenn der Laptop gleich kaputt geht, bist du selber schuld. Ach so, das ist natürlich doof. Warte, dann drück ich mal aufs Bäuchlein. Ja, würde ich also sagen. Dir. Nee, weil das so, genau, warte, zieh mal kurz dein Oberteil aus und dusch dich mal hier. Warte, mach mal kurz Close-Up jetzt auf ihn. Oh, bei Oberteil mach die Duschmusik. Ja, ich wasche meine Haare nur mit OB, denn OB Alter, gibt mir die Kraft ausmachen. Für den Tag. Mein Laptop ist gleich kaputt. Also ich bin ja egal, ich bin ja gerne mit Seifen, Laura. Ich bin ja, im Gegensatz zu dir, wasche ich mich auch. Das halte ich für ein Gerücht. Du wäschst dich doch höchstens im Morgenurin. Der soll ja gesund sein. Ja, der Mittelstrahl. Der aber gute wir fangen mal an. Heute ist die 50. Sendung, liebe Freunde. 50. Sendung. Und es kommt einem vor wie 100, oder? Es kommt mindestens. Einem vor wie 100 inzwischen schon. 1000. Also, krass aber eigentlich. Liegt natürlich auch an dir, ne? Also. Ja, natürlich, weil ich ziehe das ganze Niveau natürlich immer runter und natürlich auch die Sendeleistung an sich. Und dann fühlt man sich schon mal ein bisschen gestrauchelt quasi, ein bisschen langgezogen von dem ganzen Scheiß. Ich will ein bisschen die Vergangenheit reflektieren. Die Vergangenheit reflektieren, Alter. Ich weiß noch, wie es war. Vergangenheit. Damals, als wir drüben in dieser anderen Straße, in diesem kleinen Studio saßen. Es war ein Schuhkarton eigentlich. Und wenn wir da Sendungen gemacht haben, da gab es keine Kühlung wie hier. An Tagen wie heute sind wir eingegangen, obwohl die Fenster offen waren. Die Luft stand. Und selbst hier ist es warm, aber hier haben wir noch eine gute Klimaanlage. Also das ist wenigstens etwas. Ja, aber es war schön. Es war eine schöne Zeit. Es war ein Anfang. Und wir hatten irgendwie... Das ist eine interessante Reise eigentlich, wenn man sich bedenkt. So früher, wo wir dann noch schnell selber in diesem kleinen Waschbecken da uns die Haare nass gemacht haben, damit die einigermaßen hinten bleiben und bla bla. Das war lustig eigentlich. Oder oben auf der Terrasse sitzen, weißt du noch? Ja, die hatten eine coole Terrasse, ey. Das war cool. Boah. Im Studio damals. Aber hier ist natürlich alles viel besser, hier ist alles viel größer. Professioneller auf jeden Fall, auch mit Riesenteam und so weiter und so fort. Kann man natürlich nichts anderes sagen. Das Einzige, was mir noch fehlt auf dem Studio, ist wirklich die Dachterrasse, wo man sich anschließend noch ein bisschen hinsetzt. Und die, ich sag mal, die Sendung Revue passieren lässt, kann man quasi sagen wir mal so durch die Blume einfach. Wir haben ja sehr viel Revue passieren lassen, wir haben uns da sehr viel durch den Kopf gehen lassen, damals auf der Dachterrasse. Das waren noch Zeiten, als wir noch jung waren. Als wir den Rumpel noch gar nicht kannten auch. Ja, den Rumpel haben wir darüber kennengelernt eigentlich. Lustig. Seit 50 Sendungen kennen wir den. Tut mir leid, Rumpel. Genau, also seit der ersten Sendung haben wir uns kennengelernt. Und lustigerweise war er Nachbar. Also, sorry. Das wussten wir ja vorher gar nicht. Ja. Aber er wohnt ja direkt um die Ecke, so quasi. Bestimmt ein Stalker. Naja, und zur 50. Sendung von LPT Live haben wir auch was geschickt bekommen. Nicht nur ein wenig, sondern richtig viele Pakete haben wir bekommen. Und eins sollen wir hier im Stream öffnen. Wir wissen gar nicht, was da drin ist. Und sollen wir am Anfang, sollen wir das mal... Wollen wir das einfach mal machen? Sollen wir das einfach mal machen? Dann öffnen wir es einfach mal. Hast du eine Schere oder gehen irgendwas? Gehen wir da rüber oder was? Oder machen ich wir weiß es gar nicht. Hier drüben ist ja alles so fürs Gewinnspiel besetzt, weil wir haben ja heute wieder ein ganz tolles Gewinnspiel. Man sieht es hier bereits, ich glaube... Ne, sieht man hier im Hintergrund so ein bisschen. Da so sieht man die Gewinnspielsachen. Ist ja auch geheim. Oh, mein Handy sagt mir gerade, dass wir heute Livestream haben. Sorry, Jungs, ich muss weg. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz. Zack. So, mach ich mal aus. Hast du Schere? Wo ist bitte die Schere, die hier lag? Warte mal, ich mach das vielleicht hier. Geht das so gut, Rumpi? Wenn ich ja, hier... mach das einfach da vorne, auf dem Tisch, da wo es stand, weil es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, stell dann mal, drehen wir uns mal. Nur die ganze Zeit gegen die Kamera, wenn wir das öffnen. Nee, ich stell mich zur Kamera. Dann sieht man deinen Rücken und meinen Bauch. Das ist das Schönste, was einem passieren kann. So, geht das? Guck mal, siehst du das? Das geht doch. So. Das T-Shirt ist übrigens cool, ne? Auch geschenkt bekommen. Okay, wir brauchen die Schere. Wo ist denn die Schere, Rumpi? Hast du die gesehen? Da unten ist sie, warte. Hier ist sie nicht.
Mit Scheren habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Guck mal, ich habe mir den Finger ja weggeschnitten. Cool. Habe ich zu Hause was geöffnet, auch mit der Schere. Und jetzt. Ah, ich weiß was. Ja, das war. Das Atom. Das wurde mit einer Palette. Atomreaktor, meinst du den, ne? So, ich hoffe, ich darf das hier so öffnen. Ja, ich bin mal gespannt. Sind wir in der Kamera? Nee. Also, man muss sagen, das wurde uns von, glaube ich, einer ganzen Truppe von Leuten gesendet. Und wir haben ja schon ein bisschen mitbekommen, dass dieses Paket ankommen soll. Weil es wurden ja auch Trailer dazu gemacht. Ja, die wurden ganz selten gepostet. Genau. Hat noch was nicht gesehen, diese Trailer. Also guck mal, Bettina steht hier drauf. Wir nennen jetzt einfach mal Bettina als Hauptleidtragende quasi. Bettina, du bist heute für alles verantwortlich. Wir können das eigentlich auch da vorne hinstellen, oder? Dann sieht man wenigstens, weil hier ist alles so dunkel auch. Aber wir werden gleich ausgeleuchtet. Guck mal, wir kriegen ja Licht gerade. Ja, ich nehme das nach hinten. So, soll ich mal die Haare schneiden oder die Fingernägel oder die Fußnägel? Papa ist zärtlich, komm auch ran hier. So, ich mache auch Bauchnabelenthaarungen. Okay, so Freunde, bin ich mal gespannt. Möchtest du? Hier, mit Dings. Nee, möchtest du? Ich bin eher an deiner Seite. Okay, dann mache ich das. Die Frage ist natürlich, wo müssen wir das überhaupt öffnen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Wer weiß, was uns da wieder blüht. Vom Gewicht her würde ich sagen, ein Elefantentorso. Es ist ein Gronkh. Ja, sag ich ja, ein Lebensgroß. Genau, überleg doch mal ein bisschen, was da drin sein könnte. Ist doch viel spannender. Was denkst du denn, Rumpi? Ich hab keine Ahnung. Goldbarren, auf jeden Fall Goldbarren. Ja, geil. Hey, Gas wäre meine coole Idee. Goldbarren, die können uns gerne Goldbarren zuschicken. Haben wir überhaupt nichts gegen. Das machen wir sehr gerne. Goldbarren sind uns sehr genehm. Du bist so geldgeil, Alter. Du machst uns nur fürs Geld. Sind wir das nicht alle? Nein, ich möchte mein Leben gerne ganz ohne Geld verbringen. Genau, du bist Asket. Ja, natürlich. So. Nicht nur Athlet, sondern auch Asket. Also hier geht es doch gar nicht offen, das war nur so ein Security. Ich glaube, das muss man hier. Da nochmal eine Seite. Und ja, das ist ein unglaublicher Moment. Das macht er sehr gut. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Wo ist Kamina Burana oder sowas, Rumpel? Kamina Burana, würde ich sagen. Kann man das überhaupt schnell wegen der GEMA? Ich kann zaubern, aber ich habe hier immer noch die Dvorak 9. Sinfonie. Was hältst du davon? Hau rein. Ja, komm, hau rein. Hau rein. Wenigstens was Episches. Das Episches muss sein. So. Ich guck derweil mal wieder. Ich bin Sarazar mit den Scherenhänden. So. Irgendwann kriege ich das auf. Was sagt ihr denn, was du schaffst? Sicher Snacks aus Thailand. Ich hätte lieber einen goldenen mit Diamanten überzogenen Flugzeugträger. So, was ist das für ein Paket? Welches Hashtag nehmen wir denn heute? Hitzetod oder was? Hitzetod. Mach mal Hitzetod als Hashtag. Nee, mit 50 fängt das Leben erst an. Ganz langer Hashtag. Genau, tolle Idee. Sendung. Mit 55. Ich hätte mal einen Kolam. Warte mal. Search. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so öffnen sollen oder nicht, aber ich mach's einfach mal so. Bist du bereit, Gronkh? Ja, ich verstecke dich nicht dahinter. Nee, ich habe mir gerade nur Hitzetod angelegt als Kolam. Das ist für dich, auf jeden Fall. Oh, das endlich. Muss auch für dich das sein. Das ist meine Lieblingspappe. Und hier, damit du irgendwann was das zu lesen Das ist die schönste bekommst. Pappe der Welt. Was ist das? Alter. Was ist das? Was zum Teufel? Alter. Boah. Also, was ist denn das? Warte mal, ich muss das mal gerade. Peter Tomaschko, aha. Region Augsburg? Okay, ich glaube, das ist das... Hier? Okay, warte. Alter, ich komme mir gerade vor, als würde ich das Necronomicon auspacken. Das ist ein riesiger... Da muss ich vielleicht doch andere Musik anmachen, ne? Wenn es ein Necronomicon ist. Ach, du Heilige, was ist das denn? Halt's mal in die Cam. Warte mal. Hier, die Zeitung muss ich mal ganz kurz... Alter, zieh dir das mal bitte rein. Können wir das mal bitte ganz kurz auf Close machen? Boah, wie geil. Alter, wie geil ist das denn bitte? Wie geil. Das ist ja der Obershit. Ich trau mich noch gar nicht reinzugucken. Da ist es mir noch eine rote Lampe wert. Alter, so, warte mal. Willst du die Eichacher Zeitung? Guck mal, dramatische Rückgänge. VW-Chef Winterkorn rechnet Europa nicht mit rascher Wende. Dennoch ist er aber optimistisch. Da haben wir Schuhkarton. Das gehört aber nicht dazu, ne? So, ich lasse das mir mal. Nee, das ist, glaube ich, zum Schonen. Inhaltsverzeichnis. Wow, warte, ich trau mich nicht, das aufzumachen, weil das so... So ist das jetzt ist es offen. Ja, das klemmt ein bisschen. Das musst du noch üben. Nee, das klemmt hier an dem Ding, wo man das zumacht. Warte. Warte, ich nehme das mal raus. So. Okay. Können wir hinterher wieder reinmachen. So, Vorwort. Vielleicht sollte man das so halten, dass du auch mal sieht. Nee. Okay, ich halte fest, du blätterst. Gut, da kriegst du ja wieder Muskeln. Ich guck's mir dann auf dem Monitor an. So, können wir da ranzoomen eigentlich? So, warte. Das ist sehr schwierig zu blättern. So.
Diesen Ordner widmen wir Gronkh, Saraza und Sergeant Rumpel. Hiermit möchte sich die Community bei euch für über ein Jahr grandiose LPT-Unterhaltung bedanken. Ich glaube, das heißt grundlos, da hat man sich nur verschrieben. Sergeant Sarong Team, Organisation, Community. Oh, die kenne ich doch. Ich nicht. Das sind diese Mann so sind mir durchaus ein Begriff. Besonders so. Der ganz Linke, der ist echt cool drauf. Also ja, der hier, ne? Ja. Der ganz Linke. Von dir aus. So, falls euch während dem Stream die Lust überkommt, hier eine Packung Möpse. Oh, eine Packung Möpse habe ich gerne. Ach, komm, ist das die Packung Möpse oder das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat ein paar Möpse, cool. Also der hier, der rechte. Ja, zu Hause. Ich glaube, da drin sind wirklich... Ich guck mal ganz kurz rein. Ich glaube, das... Das ist wie so damals... Hier ist eine Packung Möpse. Bei dem Mickey Maus, ja? Da war das doch auch so. Beim Yps-Heft. Beim Yps-Heft, da hast du mal Krabben. Ja, diese Steinzeitkrebs. Hier ist jetzt eine Packung Möpse. Guck mal, die Mara ist jetzt endlich 18. Also ach, guck mal. Lieber Saraza. Kennst du den hier? Huch. Ja. Lieber Saraza, ich liebe dich. Ihr müsst es mal ein bisschen besser in die Kamera halten, sonst sieht man da gar nichts. Ja, ist schwierig. Warte, so rum. Ist aber schwierig, man kann es in der Kamera, glaube ich, auch nicht lesen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Brief, den kann ich jetzt aber nicht vorlesen. Das müssen wir uns mal alles in Ruhe anschauen. Genau. Lieber Rumpel, dies ist der Anfang des Briefes. Sergeant Rumpi Rums. Das ist Herr Rumsel. So. Ach, guck mal. Super. Boah, lieber, echt cool. Lieber Gronkh, ehrlich gesagt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich dir schreiben soll. Denn ich glaube, alles, was ich sagen möchte, wurde schon so oft gesagt, dass wohl nichts Neues mehr kommen wird. Oh. Ach, krass. Ich blätter jetzt einfach mal durch. Cool, das kenne ich, das Bild. Alter, ich skippe mal ganz kurz ein bisschen durch. Das ist sehr viel Lesestoff. Meine Haare wandern heute weg. Sehr viel Lesestoff. Hey, ihr drei, Mimi, 15 Jahre alt. Alter, wie geil. Und da ist so viel drin einfach. Hammer. Steckbrief von Bilder. Nadine, die Rasch. Alter Schwede. Aber wenn wir uns das in 10 Jahren nochmal angucken. Thorsen-Freunde. Keine Arme, keine Keks. Wie geil ist das denn, Alter? Da melde ich mich an. Guck mal, Thorsen-Freunde e.V. Können wir das mal ganz groß reinhalten hier? Keine Arme, keine Kekse. Thorsen-Freunde e.V. Alter, wie geil. Ja, ich möchte Mitglied der Thorsen-Freunde e.V. werden. Ich fanarte gern wild um mich, sagt die Anuki. Ach, die kennen wir ja auch, die liebe Anuki. Und auch zahlreiche Bilder. Hier haben wir die Mandy. Ach, alter Schwede, die Christine. Alter, wenn wir die ganzen Ordner... Wir müssen den Ordner, glaube ich, etappenweise machen. Den kriegen wir jetzt nicht in einer Sendung abgehändet. Das ist auch ein cooles Bild, ich weiß noch. Das war, wo du mich unter der Dusche bespannt hast. Das war aber auch aufregend. Ja, da hinterher habe ich den ganzen Tag so ausgesehen. Viele von den Bildern haben wir ja auch in unserer Wand hängen, glaube ich. Ja, ne? Ja, einige. Das finde ich auch mega krass, das Bild. Das muss ich auch nochmal zugeben. Das finde ich extrem krass. Über der Shit. Echt geil. Das müsste ich als Facebook-Header nehmen. Ey, das müssen wir uns, glaube ich, mal alles in Ruhe zu Gemüte führen später. Vor allen Dingen, wir können das jetzt gar nicht in einer Folge alles abfrühstücken. Nee, aber echt ein fettes Danke. Das ist mal eine echt geile Nummer. Muss man sich für echt bedanken. Ich würde sagen, wir stellen diesen Ordner, der kriegt einen Ehrenplatz. Der kriegt auf jeden Fall. Das ist die Bibel, das ist die LPT-Bibel. Ja, genau. Wir müssen hier auch nochmal durchgehen und dann machen wir vielleicht von Sendung zu Sendung, dass wir den ein bisschen durchgehen. So. Ja, genau, finde ich eine gute Idee. Aber das gucken wir uns auch heute Abend mal irgendwie alleine an, gemütlich. Ich schaue in meine Glaskugel. Bevor ich hier was kaputt mache nachher, das soll ja nicht passieren. So, dann deine Brustwarze ist hier noch. Ach so. Plopp. Passt nicht. Boah, ich finde das Case super geil. Hammer, vielen, vielen Dank, Leute. Echt coole Nummer. Vielen Dank auch von mir. Genau. Dankeschön. Ich fühle mich so ein bisschen unwürdig, muss ich zugeben. Mal hier, da stelle ich mal hier hin heute für die Sendung. Ja. APT-Community. Da muss es auch stehen bleiben. Ihr seid die Besten. Aber die Besten der Besten der Besten, Sir. So, das muss man auch mal sagen. Alter Schwede, ihr habt ja lange damit gedroht und ihr habt es wahrgemacht. Und ganz ehrlich, das ist mehr, als man fassen kann. Also das ist auch cool. Also ich finde es echt super, weil das so was Persönliches hat. Ja, boah. Und von den ganzen Leuten, die da mitgemischt haben, von einigen von euch, die auch so viel einschicken immer, die auch so viele Bilder heute fürs Gewinnspiel so viele Bilder bekommen. Der Falco hat heute auch was eingeschickt. Ohne euch wird es nicht so geil funktionieren, muss man einfach sagen. Ohne euch wäre das alles beschissen. Vielen Dank, vielen Dank. Aber das ist eine gute Überleitung, weil wir haben ja bald ein Payback-Event. Ja, wir haben nämlich was ganz Tolles geplant. Ihr wartet schon seit Monaten auf Gronkhs 1 Million Abonnenten-Special. Wird wahrscheinlich das 2 Millionen Abonnenten-Special. Entschuldigung dafür. Aber wer weiß. Aber wir machen das jetzt quasi als LPT-Event, als Let's Play Together-Event, damit wir nicht nur quasi wir zusammenspielen, hier immer so hier abgeschottet, sondern auch wir so als Community, wie wir das immer gerne machen am Freitag. Und deswegen auf der Gamescom, am Freitag auf der Gamescom ist ja, das haben wir schon angedroht, unser mega
Schläger-Event quasi. Also da haben wir mit der eigenen Halle, mit Pipapo, mit Acts und mit Schmecks und mit Enox-Smecks und alles ist dabei. 4000 Leute können da mitmischen und du kannst auf jeden Fall dabei sein. Genau. Und für alle Leute, weil ihr ja wirklich auch die treuesten Zuschauer seid, kündigen wir das extra hier in der Sendung an. Denn das sind ja eigentlich die Leute, die uns auch wirklich verfolgen. Richtig. Und deswegen wollten wir euch schon mal die Möglichkeit geben, euch jetzt hier für ein Ticket zu registrieren. Das Ticket wird nichts kosten. Hier ist die Adresse eingeblendet, lptlive.de/gamescom. Das gibt unser es Event wird komplett kostenlos. Wir haben echt keine Kosten und Mühen gescheut, sozusagen, um das auch komplett kostenlos zu machen für euch. Ihr braucht allerdings ein Ticket für die Gamescom. Aber das hat, glaube ich, eh fast jeder, der da in der Ecke ist. So, und wenn ihr euch dann auf dieser Seite registriert, müsst ihr auch ein Gamescom-Ticket einscannen und das da ebenfalls zuschicken. Oder fotografieren. Oder fotografieren, genau. Das ist natürlich wichtig, damit sich da nicht nachher 2000 Leute registrieren, die nachher gar nicht auf die Gamescom gehen. Und wir haben dann die ganzen Tickets vergeben an Leute, die eh nicht kommen. Deswegen haben wir uns das überlegt. Viele weitere Informationen findet ihr unter lptlive.de/gamescom. Da wird es gerade auch nochmal eingeblendet. Genau, das Problem ist, wenn sich mehr als 4000 Leute anmelden, ich habe dir gerade gar nicht zugehört, deswegen sage ich es nochmal, wenn sich mehr als 4000 Leute anmelden, wir müssen halt leider wieder randomisieren. Das heißt, wir müssen den Zufallsgenerator einschalten, damit auch alle Leute die gleiche Chance haben, quasi da halt so ein Ticket zu kriegen. Aber wir haben uns entschlossen, das wirklich nur hier anzusagen, damit nur Leute, die halt nur wirklich treue Zuschauer quasi da mitmachen und so weiter und so fort und nicht irgendwelche Leute, ach naja, ich melde mich mal an, ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Und dann ist die Halle leer. Ist ja auch blöd. Nee, das wäre blöd, weil sich dann auch welche aufregen. Nee, sorry, wir haben alle Tickets weggegeben. Deswegen haben wir das so ein bisschen probiert, da ein bisschen eine gewisse Zahl reinzubringen, eine gewisse Kontrolle. Natürlich wird es auch noch auf der Gamescom selber die Möglichkeit geben, sich dafür zu registrieren. Also es werden wahrscheinlich die meisten nicht leer ausgehen. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie viele Leute wirklich kommen, wie viele Tickets da weggehen. Ja, das liegt in euren Händen. Und natürlich für die, die leider nicht kommen können, kommen wir gerne persönlich bei euch zu Hause vorbei. Genau, natürlich. Nee, wir werden das auf jeden Fall livestreamen, dieses Event. Und es wird auch noch einen Livestream am Mittwoch auf der Gamescom geben, direkt vom ersten Tag, wo wir dann noch erzählen, was gibt es da Neues an Games. Und dieses Event, was wir dann am Freitag planen, das wird im gewissen Sinne schon was mit Computerspielen zu tun haben, aber es wird eher ein geiles Community-Event. Unter anderem sind die Do-Nots da. Es wird ein richtig gerockt, es wird eine richtig geile Nummer. Ich hoffe, wir werden alle gemeinsam sehr viel Spaß dabei haben, oder? Genau, genau. Rumbi, bis wann kann man sich auf der Seite anmelden? Eine berechtigte Frage. Also wir werden das so machen, dass wir, da das 4000 Leute sind und wir würden wirklich alle eingesendeten Bilder tatsächlich überprüfen, persönlich. Das heißt, das dauert ein bisschen. Und wenn alle 4000 Tickets rausgeschickt wurden, machen wir die Seite zu und es wird auch eine kleine Meldung geben, jetzt sind alle Tickets raus. Okay, also wenn du das persönlich überprüfst, dann schicke ich dir auch ein Nacktbild. Ja, und Gamescom-Tickets, Gamescom-Tickets bekommen wir natürlich. Nicht, ich weiß nicht, das müssen wichtige andere Info. Leute machen. Wichtige Info, weil ich hier gerade die Frage lese, woher bekomme ich Gamescom-Tickets? Die bekommt ihr natürlich auf der Website der Gamescom, unter anderem. Und weitere Informationen, sobald ihr euch dann auf lptlive.de/gamescom registriert habt, hier wird es gerade nochmal eingeblendet, werdet ihr dann informiert per E-Mail mit weiteren Informationen, wo ihr euch dann das Ticket ausdrucken könnt für dieses Event. Zu Hause am besten. Ja, zum Beispiel. Das hat ja Vorteile. Ja, mit Scheren habe ich diese Woche Sarazan sehr gute... Scherenhänden. Ja, ich sehe schon. Das macht du sehr gut. Du bist ein richtiger Darsteller. Du bist ein richtiger, gefühlvoller Darsteller. Hast du auch was Blaues nach hinten? Nee, ne? Schnappi. Nee, weil du da ganz blau warst. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie habe ich das schon wieder am Shirt? Nee, ne? Nee. Nee, komisch. Hat er irgendwie so blaue, irgendwas Blaues an der Hand und da vorne das ganze Shirt voll und so, ganz merkwürdige Dinge. Vielleicht nur einmal noch ganz kurz, ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber wie gesagt, es können halt wegen Brandschutzbestimmungen nur 4000 Leute da drauf. Also das ist nicht, weil wir jetzt irgendwie weniger Leute da einladen wollen, sondern es gibt halt Blödsinn. Einfach... Wir haben gekämpft wie Löwen, dass wir möglichst viel da reinkriegen, nicht nur 1000 oder 2000, sondern wir sind da wirklich schon mal oberen Maximum. Mehr gehen leider nicht rein, sonst müssten wir auch stapeln. Und ich glaube, da die Gamescom ist ja auch in der Pflicht, da irgendwie irgendwelche Sicherheitssachen einzuhalten mit irgendwelchen Sicherheitsbeamten und bla bla bla, damit alles gewährleistet ist im Falle eines Feuers, im Falle einer Flucht, bla bla bla, pipapo. Denn wir wollen ja keine Love Parade in der Halle haben, ne? Genau, das ist alles sicher sein. Das leider. Ist halt wichtig, das wird dann auch alles mit Security und alles abgecheckt. Es ist ziemlich viel Aufwand, der dahinter steckt. Es wird kein kleines Ding, es wird sehr viel... Oh ja. Viel gearbeitet daran im Moment, damit das auch läuft, damit das ein cooles Event für euch wird. Und ich hoffe, das wird es auch. Ich hoffe, das wird es wirklich. Und hier wird gerade wieder gefragt, unter anderem Gamescom könnt ihr, das Ticket von der Gamescom könnt ihr auf der Gamescom, bei der Gamescom-Webseite holen. Und dieses Event wird natürlich auch gestreamt. Habe ich ja schon erwähnt, weil hier gerade noch mehrmals gefragt wird. Ja, korrekt. Genau, korrekt. Das Gamescom-Ticket kann man übrigens auch, glaube ich, bei Saturn kaufen und beim Ticketshop und eben auf der Webseite genau. Selber. Genau, ihr könnt das, es gibt bestimmt gibt es auch die
irgendwie die Eventagentur in eurer Stadt, der Eventladen, Eventtipp. Also ein Gamescom-Ticket kaufen, das kriegt man ja hin. Ja, das kriegt ihr bestimmt hin. Also ich glaube nicht, dass ihr den Registrierungsvorgang abschließen könnt, wenn ihr euch kein Gamescom-Ticket kaufen könnt. Genau, genau. Ich glaube, das schließt sich dann von selber aus. Gut, jetzt wollen wir mal weitermachen und zwar mit den neuesten News. Wir haben die extra ein bisschen kürzer gehalten, weil wir ja hier dieses Paket hatten und deswegen wollten wir das so ein bisschen... Kennst du das? Es ist spät abends, du sitzt alleine zu Hause und du musst einfach mal... überlegen, was du so treibst. Ich wollte gerade sagen, dir die Sorgen aus dem Handgelenk schütteln, aber das kann ich ja nicht sagen. Das geht ich habe auch lange überlegt, wie du jetzt da... Wir sind ja vor allem noch beim ganz anderen Thema, aber egal. Über welchem Thema? Ach so, ja. Du meinst dieses Thema. Das können wir ja mixen. Du meinst dieses Thema. Genau, darf ich mir den mal kurz ausleihen? Ja, natürlich. Dankeschön. Okay. Das ist sehr lieb von dir, denn eine Studie hat ergeben, liebe Freunde, und ich glaube, ihr seid schuld daran, eine Studie hat ergeben, dass in Deutschland am häufigsten Online-Pornografie konsumiert wird. Und das heißt für mich doch einfach nur, in Deutschland ist jetzt erst der späte Frühling, der späte Sommer ausgebrochen und die Leute wollen fit sein. Die Deutschen wollen fit sein, die wollen einfach das Fitnesscenter, wollen sie sparen. Man muss einfach die Kohle beieinander halten und deswegen einfach zu Hause ein kleines Workout hinlegen. Juhu. Und das Erstaunlichste ist aber, mit 15,8% suchen die Deutschen ihre Online-Pornos, suchen die auf YouTube. Ja, und das Geile ist aber, man muss ja auch mal sagen, 10% davon macht der Gronkh aus. Ja, natürlich. Also der Pornos natürlich auf YouTube, meinst du? Genau, der Rest geht auf Sarah Zartz Channel. Genau. Aber dadurch, dass er jetzt einen Strike bekommen hat, muss er die ganzen Pornos wieder runternehmen. Ja, die gucken sich immer meine Fahrenheit-Videos an. Genau. Das war auch so hoch erotisch, Alter. Kann ich mal ganz, da saß, oh, ich dann, okay, saß ich dann so vom Rechner, weißt du, dass... Als ich das Fahrenheit-Video gesehen habe, da war, ich war ganz ehrlich, da kam mir ein kleines Spongebob. Schwanzkopf, hey, Schwanzkopf. Hey, da fällt um. Das ist ja scheiße. Ich muss mehr Druck. So, jetzt mehr. Der muss einen, Alter, Penisring, brauchst du oder sowas. Hast du da einen, ey, eigentlich? Warte mal. Ah ja, cool. Kannst du mir den mal kurz leihen? Ich muss den mal festknoten. Hier. So, wenn man unten abdrückt, hält der oben länger. Ja. So. Schön einfach. Toll einfach. Schön machst du haben wir wieder direkt das Niveau gesprengt. Einfach schön. Einfach nicht schön. Nur das Niveau, auch die Hose ist gesprengt. So, ich ja, und es gibt noch eine weitere News. So. Sollen wir die überspringen oder sollen wir die nennen? Ja, es gibt, also bei, auf, bei, machen, bei es YouTube gibt bald eine Alternative zu GEMA. Punkt. Ja, fertig. Es gibt bald eine Alternative zu GEMA. Damit wird sich vielleicht auch das Problem ändern, dass ja bei YouTube alle Videos gesperrt sind. Und zwar soll das so ein richtiges Creative Commons Netzwerk werden, wo dann für nicht kommerzielle Zwecke Musik zur Verfügung gestellt wird. Halt als Alternative zu GEMA. Aus Düsseldorf kommt dieses Unternehmen. Ja, und das wollten wir euch nur mal kurz anschneiden eigentlich. Aber wir wollen jetzt zocken. Komm, oder wir so wollen jetzt zocken. Keine Ahnung, komm, genau, wollen zocken. Genau, genau. Wir zocken jetzt erstmal, also wir heute diese Folge, weil 50-jähriges Jubiläum, 50-jähriges. 50-jähriges Jubiläum, 50 Jahre haben wir jetzt schon diesen Stream, endlich. Können wir eigentlich in Rente gehen bald, oder? Ja, sozusagen. Na, auf jeden Fall haben wir gedacht, heute zocken wir mal wieder ein bisschen mehr. Einfach mal wieder ein bisschen daddeln, wo wir jetzt wieder viel rumgekaspert und gequatscht haben. Wollen wir mal heute ein bisschen zocken. Und wir haben uns mal, weil in Sommerloch ist, im Moment gibt es ja echt wenig gute Spiele. Es kommt nichts raus. Es kommt gar nichts raus, außer die Leute zum Spielen vielleicht oder ins Freibad. Aber gar nichts im Moment, wo ich sagen würde, boah, das musst du jetzt Let's Playen von neuen Games oder so. Also ich habe wirklich ein Problem. Guck inzwischen auch gar nicht mehr bei neuen, weil ganz ehrlich, ich finde diese AAA so deutlich überbewertet, weil alle springen darauf an. Last of Us war der Wahnsinn. Aber jeder hat es gemacht. Natürlich. Ja, natürlich. Das ist doch bei Cube-World auch so. Ja, natürlich, aber es war auch nicht abzusehen. Cube-World, ich dachte immer, das wäre ein Geheimtitel, weißt du, dass den keiner auf dem Schirm hat, habe ich mich gefreut, weißt du, und auf einmal Cube-World, alle machen Cube-World. Ja, das ist so, halt, so dieser Minecraft-Hype, den das, glaube ich, auch zieht. Naja, auf jeden Fall, wir werden heute mal uns Castlevania verknüpfen und wir zocken einen älteren Teil aus dem Jahre 97, um mal so ein bisschen so einen Grafikvergleich zu starten, was innerhalb von 15 Jahren oder 16 Jahren gar passiert ist. Ja, und da wollen wir doch mal durchstarten mit Castlevania und ich habe da natürlich noch ein paar Nebeninformationen. Und zwar spielen wir heute, es gibt irgendwie fast über 34 Castlevania-IPs, 34 Titel. Ich habe das mal ein bisschen nachgeschlagen bei Wikipedia. Heute kommt, glaube ich, Symphony of the Night dran. Das ist damals für die PlayStation 1, für Xbox Arcade oder den Sega Saturn erschienen. Und der Gronkh legt jetzt mal los. Ach so, ich war gerade auf Twitter hier, habe gerade ein bisschen gelesen. Gut, dann lege ich mal los. Ja, ich mit dem falschen Gamepad, genau. Ja, ach so, du bist ein absoluter Pro-Gamer. Ja, Alter, Entschuldigung, ey. Warte, du kommst bei mir in die neue Reihe. Ich habe ja die Gameplay-Fails gestartet. Der Gronkh ist sehr prominent. Machst du jetzt hier auch noch billige Werbung? Ja, muss ich ja. Ist das jetzt dein Anliegen? Also genau, langsam? Und wenn ihr coole Gameplay-Fails habt, könnt ihr mir die posten als Videoantwort auf meinem YouTube-Channel. Ich erwähne das mal ganz kurz, weil das ist ein neues Projekt. Könnt ihr euch mal anschauen nach dem Stream oder so, wenn ihr denn Bock habt. So, bin ich mal gespannt. C3S wird echt gut, nicht so retro wie die GEMA, sagt Tarth Wames. Und ich gucke mir jetzt mal ganz kurz, ich habe jetzt die Ehre, das alte Castlevania zu spielen. Ist so ein Testspiel, also ist die kostenlose Version. Die könnt ihr euch bei Xbox in diesem Märkchen da gerne selber ziehen.
sagen wir mal ganz ehrlich, so spannend ist es jetzt nicht. Ich nenne mich einfach mal, weil heute Freitag ist, ich nenne mich mal Sari. Wo ist denn das I? Sari. Sari P. U. P. S. Saripups. Ich bin heute mal der Saripups und dann kann ich mal. Kann ich dir besprechen. Du wirst aber die Peitsche schwingen jetzt. Ja, ne? Natürlich. Ich konsumiere jeden Abend Online-Pornos, da kann ich hier ordentlich mal Kette geben, sozusagen. Denn ich bin Saripups. Du warst auch der Gründer von YouPorn, ne? Alter, der ist doch bestimmt stinkend reich, oder? Boah, der muss mega reich sein. Aber ich weiß, dass er irgendwie 20 Millionen Steuern hinterzogen hat oder so. Ach, hab ich gelesen. Der ist ja ein Deutscher. Der hat ja auch zig, ne? genau, der hat auch zig andere Seiten. Irgendwie noch kommen die alle aus Deutschland, die ganzen. Warte, ich muss jetzt vertonen ganz kurz. Stirb, du Monster! Du gehörst nicht in diese Welt! Ich bin nicht von selbst wieder Fleisch geworden. Ich wurde von Menschen gerufen, die mir Tribut zahlen möchten, nämlich. Tribut? Du stiehlst die Seelen der Menschen und machst sie zu deinen Sklaven. Dasselbe könnte man aber bei jeder Religion sagen, Buddhismus zum Beispiel. Deine Worte sind so leer wie deine Seele. Die Menschheit braucht keinen Erlöser wie dich. Was ist denn schon ein Mensch überhaupt? Ein jämmerlicher Haufen Geheimnisse. Aber genug geredet. Mach dich jetzt mal bereit, damit ich dir den Popo versohle. Ja, das ist Castlevania. Damals auch schon einer der Hit-Titel. Aber es war damals. Huch, Alter, jetzt habe ich den direkt getroffen. Es war damals schon. Ich musste ihm jetzt quasi immer auf den Kopf geben. Huch. Und es war damals schon. Ich sag mal, einer der unfairsten Titel eigentlich auf dem Markt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das alte Castlevania, was gab, Ghosts and Goblins, ne? Das gab's ja auch noch. Kennst du das noch? Ja, das kann ich auch noch. Das ist auch echt schwer gewesen. Das war mega unfair, wie ich mich da abgefuckt habe. Da hab ich mich so aufgeregt. Oder immer erst in der Ritterrüstung war und dann nackig in Unterbuchs rumgelaufen genau, ist. Genau. Und wow, jetzt brenne ich ein bisschen. Das Lustige ist übrigens ein kleiner Fakt. Das erste Castlevania kam 1986 raus. Das bedeutet, das Spiel ist schon 27 Jahre alt. Also Alter Schwede. Das muss man sich mal geben. Und es kam damals für den C64, für den NES, den Game Boy Advance und MS-DOS raus. Und den Game Boy Advance kam es natürlich erst später raus, weil 1986 gab es den noch gar nicht. Willst du dich mal richtig alt fühlen? Ach, und Nintendo Wii Virtual Console, da kann man das auch noch spielen übrigens. Alter, willst du dich mal richtig alt fühlen? American Pie ist schon 12 Jahre her. Ja, kann ich mir vorstellen. 12 Jahre, Alter. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, und im Moment, also Scheiße, als zweite Version, um mal auch so ein bisschen so einen Grafik-Gameplay-Vergleich zu zeigen, haben wir halt, wie gesagt, nicht nur Castlevania Symphony of the Night, sondern auch den neuen Titel Lords of Shadow. Und das ist ein Game von 2010, ist für die PlayStation 3 und die Xbox 360 erschienen. Darf ich kurz was sagen? Und ja, es gibt natürlich jetzt auch in Kürze kommt einen Nachfolger raus, den wir leider noch nicht hier haben, aber den haben wir auf der E3 gezockt. Aber dieses andere, was du jetzt gerade erwähnt hast, kommt jetzt gerade neu für den PC raus. Ah, dieses ist noch für den PC Release. Das ist eigentlich schon von 2010 für die Xbox und PlayStation erschienen, wenn ich mich da nicht irre. Ihr könnt mich gerne berichtigen, falls ich falsch bin. Also auf jeden Fall, ich muss mal ganz kurz dazu sagen, das Spiel hier, man sieht es direkt, ich habe gerade erst angefangen, schon sind wir im ersten, Bossfight mehr oder weniger. Und die Action, die Abwechslung, die ist natürlich legendär. Wir sehen jetzt die ganze Zeit nur diesen einen Screen, wo ich hin und her laufe und dem Typen immer ein bisschen auf die Mütze gebe. Jetzt brenne ich vor Leidenschaft, weil es so heiß ist gerade. Aber du hast ihn auch fast geschafft jetzt. Ja, erstaunlich, ohne zu sterben, aber ich glaube, ich bin gleich tot. Wenn das weiter so geht, also jetzt habe ich zumindest seinen ersten Ding jetzt gleich runter und das zweite wird dann ein bisschen einfacher. Ich glaube, man darf bei diesen Games nicht gierig werden und versuchen zweimal zu treffen, sondern immer schön dann. Scheiße. Bei dem fail ich aber auch immer. Jetzt kommt aber die Olle. Das ist doch auch so ein ganz typisches Ding in Computerspielen. Gerade wenn man oft verkackt, will man die nächste Szene dann ganz schnell schaffen und verkackt man öfter. Das stimmt. Dann gerät man in so eine Rotation, weißt du, des Failens. Weil man da nicht mehr so ruhig ist und das easy going spielt, dann verkackst du noch öfter. Dann kommst du quasi. Geht so gut. Aber jetzt ist er sowieso imbar. Jetzt bist du ja unverwundbar oder irgend sowas. Ja, jetzt kann ich mich hier hinstellen. Kokeln müssen wir mich hin. Ich weiß, es ist jetzt nicht so mega schwer. Aber ganz ehrlich, dafür, direkt für den Anfang, finde ich das wirklich lame. Muss ich einfach mal sagen. Er wird jetzt natürlich ein bisschen sauer, ein bisschen pissig, weil ich seinen ersten Balken dezimiert habe. Ein super cooler Grafikeffekt, der heute natürlich ein bisschen lächerlich wirkt. Aber immer noch coole Zeichnungen. Und jetzt kann ich einfach die ganze Zeit. Ich bin ja unverwundbar. Genau, außerdem hast du nur ein Knie in der Fresse. Also mehr. Ja, das macht ja nichts. So, jetzt hau ich dir mal ganz kurz den Sack weg. Testspiel ist vorbei. So, das war Castlevania, das alte. Das war an Spannung kaum zu überbieten, wenn du sowas als Let's Play machst. Ich weiß nicht, ob das so. Mal ganz kurz die Kommentare.
Thema Gamescom haben wir schon angesprochen, Miguel, das tut mir leid. 4000 Leute sind einfach zu wenig, sagt die Celine auf der Gamescom. Hat sie natürlich recht, aber ganz ehrlich, da müsste man wirklich schon ein Stadion mieten, um alle reinzukriegen. Und das Stadion war leider schon weg dieses Jahr. Das müssen wir vielleicht nächstes Jahr. Ja, das ist ja Video Day, samstags. Genau, wo wir aber nicht sind. Also die ersten haben sich auch schon registriert. Ach krass. Ja, wir sind wie gesagt nicht auf dem Video Day für die Leute, die wissen wollen. Wir sind dann am Samstag ebenfalls auf der Gamescom. Wir müssen uns auch registrieren. Ich hoffe, wir kriegen ein Ticket. Ja, vielleicht kriegen wir ja keins. Boah, das wäre natürlich doof. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir bestechen den Rumpel, wir geben dir 5 Euro oder so. Der macht einfach einen bestechenden Blick. Das langt nicht, Alter, das langt nicht. Wir machen einen bestechenden Blick. Rumpi. Ja, in Naturalien könnt ihr vielleicht Rumpel, zahlen. Der Rumpel tritt übrigens auch auf der Bühne auf. Stimmt, es kommt auch demnächst. Demnächst kommt ja noch so ein 17-Sekünder raus, ne? Ja. Im Free-TV sogar ja, mit es uns wird, rein. Es wird einen Werbespot geben, hat man gemunkelt, aber dazu bald mehr. Ja, liebe Freunde, das war auf jeden Fall Castlevania von 4000. Symphony of the Night. So, und jetzt spielen wir weiter mit Lords of Shadow. Dem Titel von 2010 ist er für die Xbox und PlayStation 3 erschienen und jetzt erst kürzlich für den Computer. Jetzt, ich glaube, gerade jetzt. Noch, ne? Gar nicht für den Computer. Noch gar nicht. Wir dürfen vorab diese PC-Steam-Version spielen. Die kommt erst, ich glaube, in 2 Wochen oder so raus. Cool. So, und ich muss mich jetzt mal wieder hier durch das ganze Geblubber begeben. Oh, das wird schwer. Was giftig ist. Ja, das ist giftig und da muss ich immer höllisch aufpassen. Nein! Ich bin direkt schon mal reingezogen worden. Denn da sind irgendwelche Kreaturen in diesem Wasser. Man sieht natürlich schon einen riesigen Grafikunterschied zwischen den beiden Spielen. Nee, sehe ich nicht. Also ist für mich kaum nicht ausmachbar. Aber ich finde es cool, dass es trotzdem erkennbar ist. Es ist immer noch der kleine rote Ritter mit dem Kreuz. Ne? Ja. Lustig eigentlich. Huch! Aha. Was ist denn jetzt los? Alter, jetzt wir sind 3 geschaltet gewesen gerade. Geil sah das aus. Die Regie traut sich was. Ich krieg's nicht hin. Du musst mal warten, bis der eine Kreis in dem anderen ist. Ich drücke aus Reflex schon vorher. Das sind doch 10 für Gameplay-Fails. Ja, absolut. Du gibst doch jetzt schon wieder Vorlagen. Genau. Deswegen mache ich das nur. Weißt du, ich faile extra. Ach ja. So, jetzt springe ich mal darüber. So, heute quatschen sie aber auch alle durcheinander. Starlos? Was da los? Das fragt die Hummelila. Wir quatschen sowieso immer durcheinander. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. Yeah! So, ganz kurz, Hashtag Hitzetod. Achso, ich will jetzt nicht vom Thema ablecken. Ich will nicht vom Thema ablecken, weißt du? Das Thema ist schmutzig, da lecke ich nicht ab. So, was haben wir denn? Ich lese mal ein bisschen hier Tweets vor wieder, ne? Wie wär's denn, wenn du mal das Spiel eingehst, ein bisschen? Ja, das wäre eine Idee. Sieht ja sehr schmuck aus, sehr schnuckelig. Du bist ja gerade auch im Sumpf. Hast dich gewaschen, nachdem du in der Sackhörre warst? Ja, warte, hab ich dir erzählt, heißer Sommer, weißt du, da willst du eine kleine Poolparty schmeißen. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall raus aus der Nummer. Krasser Garten übrigens. Also ich habe das ja gestern etwa 2 Stunden gespielt. Es erinnert mich halt auch ein bisschen vom Gameplay klar an God of War, auch wenn Castlevania das wahrscheinlich sogar eher begründet hat als God of War. Genau, aber es ist richtig, dass die Kamera zum Beispiel ist, also das sind so, wie sagt man das, Railsfahrten, die läuft auf Schienen sozusagen. Ja, die feste Kamerafahrt halt immer. Genau. Und ich kann auch diese Granaten mir schnappen hier und ich kämpfe im Moment auch hier, sind wir noch recht am Anfang. Nicht ganz am Anfang mehr, wir haben schon ein bisschen gespielt, aber wir treten hier gegen irgendwelche Goblins an. Viele von euch werden das Spiel mit Sicherheit kennen und hier haben wir so eine Kapelle. Ja, Kapelle Petra gar nicht, oder was? Wie es weitergeht, nee, ich muss da hinten rum, ne? Oh Backe. Hochklettern, da wo es blinkt. Hier die Kamera nennt mich so ein bisschen an Resident Evil. Resident Evil. Und das hier war so ein bisschen Assassin's Creed. Das war also eine Mischpoke so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Alter, was das denn für eine Hand? Die Git. Das ist, von dem werden wir die ganze Zeit beobachtet. Und wir wissen noch nicht, um welche Person es sich dabei handelt. So schmutzig wie der Hand war, würde ich sagen, der wohnt in Deutschland und konsumiert Online-Pornos. Ah, da kennt sich ja aus. 19%, nee. Wie viel? Ah, nee, du guckst doch immer deine eigenen LPs. Meine eigenen Pornos, meinst du? Let's Porn. Ich mache mal Let's Porns. Aha. Aber kommt der denn jetzt auch in ein Schloss oder ist aus Castlevania Swarmvania geworden? Nee, der kommt auch in ein Schloss. Ah. Ja, wir sind ja hier, wie gesagt, noch ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte. Hat das Schloss auch einen Kastellan? Die Maske. Das war auch ein guter Film, ne, mit Jim Carrey. Boah, der war super. Jetzt haben wir aber erstmal hier unseren Superhammer. Boah, ich hab's voll im Kreuz. Ja, wir sind ja sozusagen Kreuzritter für die Tugend. Ich hab's voll im Kreuzritter, die wohnen noch neue Talente freigespielt, so. Weiter. Und das Buch können wir schließen, das können wir jetzt alles mal überspringen, weil... Das Buch da sieht aus wie das da. Das ist ein Buch. Das ist das. So sieht das aus. Die gute alte Hakenspitze.
Okay, das mache ich mal zu und weiter geht's. Jetzt kann sich dein Kampfkreuz an diesen funkelnden, dort ist eine Griffstelle, näher dich ihr, um sie zu benutzen. Das ist auch immer moderner in den Spielen mit diesen komischen, mit diesen Grappling-Hooks, ne? Gibt's auch immer zum Greifen mehr. RT drücken. Hui. Aha, gut, da kann ich mich da noch schwingen. Ich habe das noch nicht gemacht, deswegen muss ich das erstmal ein bisschen trainieren. Na komm, aber greifen kannst du doch. Hm? Du bist doch ein Greifer. Bewege dich mit dem linken Stick hoch und runter. Aha. Und jetzt... Joho! Kleiner Salto gefällig. Oh jo, das läuft. Die Nummer ist ganz gut. Ah, und da ist er, der uns beobachtet. Das ist ein ganz schön hässlicher Goblin-Anführer. Was ist das denn? Nasenbär. Der sieht aber wirklich so aus wie ein Nasenbär. Spring! Oh, fuck. Hätte ich früher springen müssen. Autsch! Das war meine Nase. Achso, mit links Alter. Unten kannst du übrigens ausweichen. Mit links unten und Richtungstaste. Der hat die SpongeBob-Keule dabei. Lukas sagt, das sieht aus wie Devil May Cry im Mittelalter. Ja, es ist auch so. Obwohl ja, man halt echt sagen muss, dass die IP halt wirklich. Ja, Castlevania ist halt. Ja, Castlevania ist halt schon. Das ist ja, stammt ja schon fast aus dem Mittelalter. Ja. So lange gibt's das schon. Haben wir auch gerade gesehen. Autsch, da bin ich umgekommen. Ich habe leider nur noch sehr wenig Leben, das ist mein Problem, weil ich am Anfang ein bisschen verkackt habe. Ja. Ich würde sagen, ja. Wir machen ganz kurz Pause und du versuchst das währenddessen nochmal, übst das nochmal und dann spüren wir noch ein bisschen weiter nach der Pause. Okay, alles klar. Spüren wir noch ein bisschen nach der Pause. Alles klar, dann bis nachher, nach der Werbung. Ach so, Werbung. Ja, dann ist viel Spaß. Das wird übrigens die Ich weiß, dass jetzt voll die Super Werbung kommt, weil die haben ist so... Ist aber auch ganz gut. Nee, die haben auch...